Ja, also wir haben ja gerade schon im vorangehenden Vortrag einiges von Kompetenzen gehört und wir möchten uns eben auch diesem Bereich der Schlüsselkompetenzen und Schlüsselqualifikationen jetzt etwas näher widmen. Als wir uns auf diesen Tag vorbereitet haben, haben wir uns wieder mal etwas intensiver mit der Literatur zu diesem Thema auseinandergesetzt. Das sah dann auf unserem Besprechungstisch in etwa so aus. Und als wir wieder in diese Literatur hineingelesen haben, haben wir unter anderem folgende Schlüsselkompetenzen gefunden. Nämlich die Schlüsselkompetenz der mündlichen Kommunikation, Argumentation, Metakognition, Schreiben, Literatur recherchieren in Bibliotheken und Internet, die Schlüsselkompetenzen Ethik, Zuhören, Zeitmanagement, Projektmanagement, Arbeitstechniken sowie Textsortenkompetenz, Prüfungsvorbereitung, Rhetorik, Medienpräsentations- und Visualisierungskompetenz, unternehmerische Kompetenz, Interaktionskompetenz, ökologische Kompetenz, politische Kompetenz, gesellschaftliche Kompetenz und nicht zu vergessen die Schlüsselkompetenz Schwimmen. Worauf wir uns etwas verzweifelt angesehen haben und uns erstens gefragt haben, gibt es eigentlich irgendetwas, was keine Schlüsselkompetenz ist? Und zweitens, wie sollen wir als Einrichtung, die für diesen Bereich zuständig ist, hier in der Lage sein, ein fundiertes Angebot zu erstellen? Deswegen möchten wir uns heute der folgenden Fragestellung widmen. Welche Rolle spielen überfachliche Kompetenzen im Hochschulstudium und welche Entscheidungsgrundlagen für die Erstellung des Angebots sollen wir als zentrale universitäre Einrichtung für diesen Bereich unserem Angebot zugrunde legen? Um sich der Antwort auf diese Frage zu nähern, kann es helfen, sich noch einmal die Zwecke der Hochschulen anzusehen, wie sie im Bologna-Prozess formuliert wurden. Hier ein Zitat vom Londoner Kommuniqué, also die Zusammenfassung der Londoner Bologna-Konferenz im Jahr 2007. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Hochschulen über die nötigen Ressourcen verfügen, um ihre vielfältigen Zwecke weiterhin zu erfüllen. Dazu gehören die Vorbereitung der Studierenden auf ein Leben als aktive Bürger in einer demokratischen Gesellschaft, die Vorbereitung der Studierenden für ihre künftige Laufbahn und die Förderung ihrer persönlichen Entwicklung, die Schaffung und Erhaltung einer breiten, modernen Wissensbasis sowie die Förderung von Forschung und Innovation. Es lassen sich hier also fünf Zwecke und damit Aufträge an die Hochschulen identifizieren, nämlich eben die Vorbereitung auf ein Leben als aktive Bürger, die Vorbereitung auf die künftige Laufbahn, also die viel zitierte Beschäftigungsfähigkeit oder Employability, wie sie in anderen Kommuniqués auch genannt wird, die Förderung der persönlichen Entwicklung, die Schaffung und Erhaltung einer breiten und modernen Wissensbasis sowie die Förderung von Forschung und Innovation. Und um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was mit diesen Aspekten denn gemeint ist, kann es helfen, sich mal zu überlegen, wie diese Idealita ausgeprägt sein sollten. Also in unserem Verständnis nehmen aktive Bürger informiert und reflektiert an gesellschaftlichen Prozessen teil und übernehmen dabei Verantwortung. Absolventen, die man als beschäftigungsfähig bezeichnen kann, verfügen über ausgebildete Kernkompetenzen für die Arbeitswelt und sind dabei anpassungsfähig und flexibel und offen für Neues. Beim Aspekt der persönlichen Entwicklung kommen beispielsweise die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, Selbstmanagement und Reflexionskompetenzen zum Tragen. Eine breite und moderne Wissensbasis wird geschaffen und erhalten, indem methodisch und wissenschaftlich einwandfrei gearbeitet wird, das erworbene Wissen kontextualisiert und damit auch interdisziplinär reflektiert wird und schließlich die Ergebnisse für die Rezeption geeignet aufbereitet werden. Forschung und Innovation schließlich können ideal gedeihen, wenn Forscherinnen über exzellentes Fachwissen verfügen, auch international gut vernetzt sind und darüber hinaus ihre Forschungsprojekte effizient umsetzen können. All diese Punkte zusammengenommen sind wesentliche Beiträge zu einer funktionierenden Gesellschaft bzw. zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Wir möchten uns jetzt im Folgenden drei dieser Zwecke oder Aufträge herausgreifen und sie etwas näher betrachten. Damit also diese Idealzustände erreicht werden können, sollen wir unsere Studierenden mit den notwendigen Kompetenzen ausstatten. Die Frage ist jetzt aber, welche Kompetenzen sind denn das, die unsere Studierenden dafür benötigen? Und um das wiederum zu eruieren, kann es helfen, nochmal einen Zwischenschritt einzulegen und sich zu überlegen, welcher Zweck oder welcher Kontext ist denn der Kontext für den jeweiligen Zweck. Dafür konzentrieren wir uns auf drei Zwecke, nämlich die Beschäftigungsfähigkeit, das heißt hier ist der Kontext die Arbeitswelt, und auf die Zwecke 4 und 5, die Schaffung einer breiten und modernen Wissensbasis sowie die Förderung von Forschung und Innovation, hier wäre der Kontext die Universitäten bzw. die Hochschulen. Also, blicken wir zunächst auf den Kontext der Arbeitswelt, also Zweck, Beschäftigungsfähigkeit, Kontext Arbeitswelt.
Wir haben hier mal ein paar Schlagworte versammelt, um die heutige und vielleicht auch so die zukünftige Arbeitswelt zu beschreiben. Und es ist völlig klar, dass diese Schlagworte also nicht das, oder dass diese Liste nicht abgeschlossen ist und auch nicht umfassend sein soll. Aber wie kann man die heutige Arbeitswelt beschreiben? Eine Konsequenz der Globalisierung ist die Internationalität von arbeitgebenden Institutionen und Unternehmen und Organisationen. Das heißt also, Unternehmen haben internationale Standorte oder aber auch nur, sage ich jetzt mal, eine internationale Reichweite und führen damit internationale Beziehungen. Denken Sie nur zum Beispiel an die FAU. Der Ökonomisierungsdruck, unter anderem aufgrund der Druck der Finanzmärkte, führt dazu, dass die Effizienz vor allem von Unternehmen kontinuierlich überprüft wird, was wiederum in regelmäßigen Reorganisationen und Restrukturierungen resultiert. Ein weiteres Kennzeichen der heutigen Arbeitswelt ist, dass Arbeitsprozesse zunehmend zielorientiert definiert werden und nicht handlungsorientiert. Was heißt das? Das heißt, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin eine Aufgabe überantwortet bekommt, deren Lösung nicht mehr unbedingt durch vordefinierte Schritte oder Prozesse herbeigeführt wird, sondern die eigenverantwortlich erarbeitet wird. Das heißt, die Lösung von Aufgaben wird nicht zentral vorgegeben, sondern zunächst dezentral erarbeitet. Also Dezentralisierung ist hier das Stichwort. Das arbeitnehmende Subjekt ist damit stärker in die Verantwortlichkeit eingebunden. Also es findet eine Subjektivierung der Arbeit statt. Und es ergibt sich eine Abkehr von rigide festgelegten Arbeitsschritten oder Stellenprofil. Die Arbeit flexibilisiert sich also. Ja, das Schlagwort in diesem Bereich ist hier agil, agiles Management, agiles Projektmanagement. Also das flexible Reagieren auf Anforderungen, wie sie sich gerade stellen. Die Technisierung und die Digitalisierung resultiert schließlich in Automatisierungsprozessen, Rationalisierungsprozessen, aber natürlich auch in neuen Kommunikationswegen. Gut, was benötigen jetzt die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder die Absolventen, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Wir konzentrieren uns hier wieder auf zwei Aspekte, die Internationalität und die Subjektivierung. Also, klar, Binsenweisheit. Wenn ich in einem internationalen Unternehmen arbeite oder in einer Organisation, die internationale Reichweite hat, dann muss ich mich verständigen können. Das heißt, ich brauche die Fremdsprachenkompetenz. Ich brauche aber natürlich auch die Fähigkeiten, mich in bestimmten sozialen Situationen angemessen ausdrücken zu können. Also hier eine erweiterte Sprachkompetenz. Damit die Kommunikation erfolgreich verläuft, muss aber auch gewährleistet sein, dass ich eine Kenntnis und ein Verständnis für die anderen Kulturen, mit denen ich mich hier beschäftige, besitze. Also das heißt, ich brauche Grundkenntnisse über diese anderen Kulturen. Ich muss aber auch in der Lage sein, mal hier einen Perspektivwechsel einzuleiten und mir das Ganze mal aus dieser anderen Perspektive anzusehen. Also das, was man gemeinhin als Empathie bezeichnet. Also hier interkulturelle Kompetenz. Schließlich, wenn Sie in einem internationalen Unternehmen arbeiten, kann es gut sein, dass Sie mal verreisen müssen, also sei es mal auf Dienstreise oder dass Sie längere Zeit auch mal im Ausland arbeiten müssen. Das heißt, Sie müssen hier eine gewisse Bereitschaft zur räumlichen Flexibilität mitbringen. Sie müssen aber auch zeitliche Flexibilität mitbringen, denn es kann durchaus mal sein, dass Sie abends um 9 Uhr noch eine Telefonkonferenz mit den USA abhalten müssen, damit Sie noch nicht schlafen und die Kollegen in den USA nicht mehr schlafen. Das heißt also, auch hier ist eine gewisse Flexibilität notwendig. Das Ganze kann natürlich zu mehr Stress führen. Insofern ist hier auch eine erhöhte Resilienz notwendig. Bei der Subjektivierung schließlich ist es notwendig, Verantwortung übernehmen zu können. Das heißt, hier muss ich mich selbst organisieren können. Ich muss meine Prozesse mir selbst vorstellen und vorbereiten können. Ich muss aber auch die Aufgabe, die vor mir liegt, projektieren können. Also Projektmanagement ist hier gefragt. Ich muss auch bereit sein, mich hier in diesem Bereich weiterzuentwickeln, also vielleicht auch mal Kritik und Feedback konstruktiv umzusetzen, mich fortzubilden in dem Bereich. Also eine allgemeine Reflexionskompetenz ist hier gefragt. Außerdem sind diese Aufgaben normalerweise im Team zu bearbeiten. Also diese Aufgaben werden in der Regel nicht alleine gelöst, sondern mit Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich muss mit denen kooperieren können. Wenn Konflikte auftreten, muss ich auch mal bereit sein, diese konstruktiv und harmonisierend zu lösen. Und ich muss auch wieder wissen, was denn die anderen Bereiche so ungefähr machen, denn sonst kann ich ja nicht einschätzen, wie die zur Lösung meiner Aufgabe beitragen können.
Das heißt, ich brauche wieder Grundkenntnisse dieser anderen Bereiche. Und wenn ich die Grundkenntnisse nicht habe, dann muss ich in der Lage sein, mir diese möglichst rasch und möglichst effizient anzueignen. Also ich brauche hier eine Lernkompetenz. Soviel zum Kontext der Arbeitswelt. Frau Hespers wird jetzt mit dem Kontext der Hochschulen und Universitäten weitermachen. Und vor allen Dingen wollen wir uns da jetzt einfach mal die beiden Kontexte anschauen, beziehungsweise die zwei Zwecke anschauen, Wissensschaffung, Erhaltung sowie Forschung und Innovation, die ja beide sowohl für Hochschulen als auch Universitäten, ja, ich sage jetzt mal zum Kerngeschäft gehören, und hier bilden Hochschulen und Universitäten selbst den Kontext. Also das heißt, dass die Aufgabe von Hochschulen und Universitäten ist es, hier die Rahmenbedingungen so zu gestalten und auch so zu reagieren auf das, was von außen herangetragen wird, dass Wissensproduktion, Erhaltung und Forschung, Innovation überhaupt möglich sind. Also wir haben mal versucht, auch hier ist die Liste natürlich nicht abgeschlossen, einige Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Arbeiten und Forschen an Hochschulen und Universitäten zu skizzieren. Das wären Streben nach Exzellenz, natürlich die Wichtigkeit von internationaler und interdisziplinär vernetzter Forschung, die regelmäßige Dokumentation und Präsentation der Forschungsergebnisse nach außen sowie ganz zentral die zunehmende Bedeutung und Rolle von Drittmittelförderung, ohne die ja Forschung oftmals gar nicht möglich wäre. Auch hier schauen wir uns einfach mal die Rahmenbedingungen und die benötigten Kompetenzen ein wenig genauer an. Um exzellent zu sein, muss zunächst einmal natürlich bemerkenswerte Forschung geleistet werden. Also bemerkenswert Forschung, die eben auch zur Kenntnis genommen wird, Forschung, die auffällt. Dafür benötige ich natürlich hervorragende Kenntnisse meines eigenen Fachgebietes. Also ich brauche ein substanzielles Fachwissen in meinem Bereich, aber eben auch die methodischen Kompetenzen, die es bedarf, um das Ganze dann eben zu erarbeiten und umzusetzen. Ich muss aber auch in der Lage sein, meine eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen und auch ethisch abzuwägen, also je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin. Ich brauche also eine gewisse Reflexionskompetenz. Außerdem braucht es Kreativität und Innovationsmanagement, weil ja letztlich nur innovative Forschung überhaupt den Status einer bemerkenswerten Forschung erlangen kann. Dann schauen wir uns den zweiten Punkt an. Das ist die Wichtigkeit von internationaler und interdisziplinär vernetzter Forschung. Also hier ganz klar, wie im Unternehmenskontext auch, muss ich in der Lage sein, mit Kolleginnen und Kollegen gewinnbringend zusammenzuarbeiten, kommunizieren zu können und Arbeitsprozesse auch abstimmen zu können. Das heißt, ich brauche auch hier die Kenntnisse von inhaltlich angrenzenden Fachbereichen. Ich muss aber auch andere Fachperspektiven einnehmen können, um da auch kommunizieren zu können und erfahren und wissen zu können, worum geht es eigentlich in vielleicht den anderen Arbeitsbereichen. Das heißt, ich muss kooperationsfähig und gleichzeitig konfliktfähig sein, also über gewisse Sozial- und Kommunikationskompetenz verfügen. Außerdem selbstverständlich Fremdsprachenkenntnisse, also zusammengenommen ergibt das etwas, was gerne als interkulturelle Kompetenz bezeichnet wird. Dann muss ich natürlich meine Forschungsergebnisse regelmäßig dokumentieren und nach außen präsentieren. Das heißt, es bedarf gewisser Presentation Skills, also einer Ausdrucksfähigkeit im Mündlichen wie im Schriftlichen. Ich brauche aber auch didaktische Kompetenz, denn ich muss das Ganze ja für mein Zielpublikum und für die Zwecke, die ich jeweils erreichen will, anpassen können. Dazu gehört letztlich auch Medienkompetenz, also ich muss geeignete Medien auswählen und unterschiedliche Medien nutzen können, also wissenschaftliche Zeitschriften oder Journale ist natürlich das eine, aber ich muss auch in der Lage sein, mal ein Interview zu geben oder vielleicht mich auch auf neue Medien wie wissenschaftliche Blogs oder Ähnliches einlassen. Nun ja, und die Rolle der Drittmittelförderung hängt hier ja unmittelbar zusammen mit dem Vorgenannten. Also da brauche ich die Fähigkeit, erfolgreiche Projektanträge zu schreiben, also was uns wieder zur Schreib- und Medienkompetenz zurückführt. Und dann, wenn das Projekt bewilligt wurde, Projektmanagementfähigkeiten, damit ich einfach entsprechend das Projekt handeln kann, die Gelder entsprechend verwalten kann, damit dann am Ende auch erfolgreich ein Projekt abgeschlossen werden konnte. So,
Wir haben uns jetzt für diese obige Betrachtung nur Teilaspekte ausgesucht und trotzdem ist schon eine ganz schön lange Liste zusammengekommen. Eine Liste an Kompetenzen, die konform geht mit dem Eindruck, den ja die Sichtung der Literatur auf uns hatte, dass es nämlich endlos zu sein scheint, was an Schlüsselkompetenzen erstens, was es gibt, was man so definieren kann und zweitens, was man benötigt. Das heißt für uns die gute Nachricht, ganz egal, was wir anbieten, irgendjemand wird es schon immer brauchen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, um hier wirklich ein fundiertes, sinnvolles Angebot zu gestalten. Das heißt, wenn wir uns diese Kompetenzen, diese Listen nochmal genauer anschauen, dann weisen sie doch einiges an Überlappung auf und ein genauerer Blick auf die eingangs formulierten Aufgaben der Hochschulen, die sich also aus diesem Londoner Kommuniqué ableiten lassen. Also Vorbereitung auf ein Leben als aktiver Bürger, Förderung der persönlichen Entwicklung, das sind die zwei, die wir jetzt nicht näher angeschaut haben. Aber das würde zeigen, dass diese Überlappungskompetenzen, wie wir sie vorhin ausmachen konnten, dort ebenfalls benötigt werden. Also eine Reihe von Kompetenzfeldern, die man offensichtlich überall braucht, wie zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse, Ausdrucksfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Projektmanagement, Reflexionskompetenz, und zwar sowohl die Selbstreflexion als auch die Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses, die Kenntnis von angrenzenden Fachbereichen, aber auch ganz wichtig Lernkompetenz, um sich je nach Bedarf Wissen aneignen zu können und eben die eigenen Fähigkeiten ausbauen zu können. Diese Liste ist natürlich nicht abgeschlossen, also die ließe sich vermutlich beliebig verlängern. Aber für uns ist jetzt die nächste Frage, welcher dieser Kompetenzen sollten sinnvollerweise fachübergreifend angeboten werden? Und welche davon werden besser im Fachstudium gefördert? Um diese Frage zu beantworten, sollten zusätzlich zur übergeordneten Institution, Hochschule oder Universität zwei weitere Bezugsgrößen betrachtet werden, nämlich das Fachstudium selbst und die Zielgruppe selbstverständlich. Also vielleicht zunächst zum Fachstudium. Es ist natürlich selbstverständlich, dass ich für das Studium eines bestimmten Fachs spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen benötige, die man, ich sage jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt, in zwei Kategorien einteilen könnte. Nämlich solche mit einem ganz engen Fachbezug und solche mit einem eher weiten Fachbezug. Also da ist ein Fachbezug vorhanden, weil ohne sie die Bewältigung des Fachstudiums nicht möglich ist. Aber sie sind nicht zwingend fachspezifisch. Diese Fachkenntnisse und fachnahen Kompetenzen, die unmittelbar für die erfolgreiche Bewältigung des Fachstudiums unumgänglich sind, die müssen natürlich im Fach adressiert werden. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Also Studierende der Romanistik benötigen natürlich sehr gute Kenntnisse der jeweils gewählten Sprache, also Französisch, Spanisch, Italienisch. Und das wären dann Kenntnisse mit einem wirklich ganz engen Fachbezug. Darüber hinaus müssen Sie natürlich unter anderem auch über eine hohe Textkompetenz verfügen, und zwar sowohl rezeptiv als auch produktiv, über analytisches Verständnis und vieles andere mehr. Das sind jetzt fachnahe Fertigkeiten, Kompetenzen, aber die sind nicht zwingend fachspezifisch, weil Sie das ja mit sehr vielen anderen Fächern teilen. Kommen wir zur Zielgruppe. Gerade in dem Bereich der nicht zwingend fachspezifischen Kenntnisse, Kompetenzen, Fertigkeiten reichen vielen Studierenden die in das Fach integrierten Angebote aus. Andere benötigen aber dann noch zusätzliche Unterstützung. Also und insofern ist es unsere Aufgabe als überfachliche Einrichtung, entsprechende Lehrveranstaltungen ergänzend zum Fachstudium anzubieten, die dann von allen Studierenden bei Bedarf abgerufen werden können. Darüber hinaus hat man natürlich diese Heterogenität und auch Diversität der Studierenden dadurch zu begegnen, dass man bestimmte Angebote für bestimmte Unterzielgruppen gestaltet, also beispielsweise für Studienanfängerinnen, für internationale Studierende oder für geflüchtete Studierende. Zusammenfassend, Überlappungskompetenzen bezeichneten Fähigkeiten, Fertigkeiten fachübergreifend adressiert werden sollten, und zwar aus folgenden Gründen. Also bereits angesprochen wurde die Heterogenität der Studierenden.
Zu adressieren sind hier aber auch die unterschiedlichen individuellen und persönlichen Bedarfe und Dispositionen der Studierenden in Bereichen, die für ein erfolgreiches Studium unumgänglich sind. Also beispielsweise können manche Studierenden gut auftreten und sich und ihre Arbeit gut präsentieren, beispielsweise in Referaten, während andere hier einfach nochmal Unterstützung benötigen. Auch das wäre dann als Ergänzung zum Fachstudium zu sehen. Daher ist ein überfachliches Angebot sinnvoll. Man muss aber auch die Diversität der Berufsfelder berücksichtigen. Also Fächer mit einem weiten Fachbezug können eben nicht alle eventuell benötigten Kompetenzen und Fähigkeiten fördern. Das betrifft nicht nur, aber vor allem Fächer der Geistes- und Sozialwissenschaften, die ja in der Regel eben nicht berufsfeldspezifisch ausgeprägt sind. Also auch hier ein Beispiel. Ich als Kunsthistorikerin könnte in Museen Ausstellungen konzipieren, im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sein, als Journalistin arbeiten oder im kommunalen Kulturmanagement oder Verlagswesen unterkommen. Diese gleichen Berufsfelder stehen natürlich auch Historikern, Kulturethnologen, Philologen und vielen anderen offen. Das heißt, hier sollte ein überfachliches Angebot die Erweiterung des Fachstudiums ermöglichen. Das führt uns dann schließlich zu pragmatischen Überlegungen. Denn allein aus Gründen der Ressourcenschonung sollten Lehrangebote, die solche berufsfeldspezifischen Kompetenzen und Themen adressieren, also in unserem Beispiel wären das unter anderem Projektmanagement, museologische Grundlagen, Kommunikationsstrategien oder spezielle Softwarekenntnisse, die sollten also überfachlich vermittelt werden. Etwas platt könnte man natürlich auch sagen, es ist kostengünstiger, wenn ich eine Lehrkraft mit einem Kurs bestehend aus 7 Kunsthistorikern, 3 Historikern und 11 Studierenden anderer Fachrichtungen betraue, als wenn ich in jedem dieser Fächer denselben Kurs einmal abhalte. Und schließlich ist auch der Mehrwert für die Studierenden nicht zu unterschätzen, denn die profitieren schließlich davon, in Lehrveranstaltungen mit Studierenden anderer Fächer, Fakultäten und auch Kohorten gemeinsam zu arbeiten. Dadurch ergibt sich nämlich ein Bewusstsein für mehr Perspektivität, die wiederum eine hervorragende Ergänzung zum Fachcurriculum darstellt. Ja, diese Überlegungen, die spiegeln sich auch in unserem Schlüsselqualifikationsangebot wider. Also Sie kennen vermutlich alle das Vorlesungsverzeichnis und wenn Sie dann mal dort unter Schlüsselqualifikation hineinschauen, werden Sie auf die Kategorien Kompetenzen für Studium und Beruf, Fremdspracherwerb, allgemeinbildende Studien und Wissenschaftsreflexion stoßen. Und ich muss hier sagen, das ist natürlich nicht abgeschlossen, sondern das ist immer Work in Progress, also diese Gliederung. Für die Kategorie Kompetenzen für Studium und Beruf ist es unser Bestreben, diese oben Überlappungskompetenzen bezeichneten Fähigkeiten, Fertigkeiten zu adressieren. Und die Resonanz der Studierenden zeigt, dass hier der unmittelbare Nutzen erfahren wird. Also die Nachfrage ist sehr hoch. Die Studierenden wissen, ich kann das für mein Studium unmittelbar brauchen oder es ist etwas, wenn ich da ein Zeugnis drüber habe, dann kann ich das bei meinem Arbeitgeber später vorlegen. Also beispielsweise einen Einführungskurs ins Projektmanagement oder Ähnliches. Ein wichtiger Bereich hier bei diesen Kompetenzen sind natürlich die Fremdsprachenkenntnisse, die aber aufgrund der schieren Menge natürlich separat aufgelistet werden im Vorlesungsverzeichnis. Unter den allgemeinbildenden Studien finden sich in erster Linie Veranstaltungen, die von den einzelnen Fächern als Schlüsselqualifikation geöffnet werden, weil sie aufgrund ihres grundlegenden oder einführenden Charakters auch für fachfremde Studierende geeignet sind. Also darüber hinaus finden Sie hier aber auch Veranstaltungen, die aktuelle gesellschaftliche Fragen und Entwicklungen adressieren. Also hier würde ich einfach mal als Stichwort Horizonterweiterung nennen wollen. Und dann gibt es schließlich noch den Bereich der Wissenschaftsreflexion, der vor allem die eingangs genannten Zwecke 4 und 5, also Schaffung und Erhaltung einer breiten und modernen Wissensbasis sowie die Förderung von Forschung und Innovation adressiert. Denn wie wir ja gesehen haben und auch schon von unserem Vorredner gehört haben, ist es eben ein wichtiger Bestandteil fundierter Arbeit in diesen Bereichen, die epistemischen Prozesse zu hinterfragen, aber auch Folgenabschätzung zu betreiben und die Rolle der Wissenschaft in der und eben für die Gesellschaft zu reflektieren.
Insgesamt ist es daher unser Bestreben, mit unserem nicht fachlichen Angebot alle 5 Zwecke der Hochschulen und Unis auf diese Weise zu adressieren und so deren Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft zu unterstützen. Vielen Dank.